Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem Lesevlog. Heute möchte ich wirklich mal so ein bisschen über meine Lesefortschritte sprechen. Ich bin noch nicht wirklich weitergekommen, also ich bin immer noch bei die fünfte Welle. Ich bin jetzt auf Seite 340 und ich muss wirklich sagen, dieses Buch macht mich alle. Dieses Buch ist ja so verdammt gut, Leute, ne? Ich habe das Ewigkeiten vor mir hergeschoben. Ich habe jetzt im letzten Monat mir Teil 2 und Teil 3 gekauft und habe dann gedacht, okay, dann lese ich es jetzt auch sofort. Und Leute, dieses Buch ist verdammt gut. Ich hoffe halt, dass die ganze Reihe meine Erwartungen erfüllen kann, weil ganz, ganz viele Leute ja Teil 2 und Teil 3 nicht mehr so toll fanden. Ich habe aber auch Rezensionen von jemandem gelesen, der gesagt hat, genau die beiden Teile haben ihm besser gefallen. Ich bin sehr gespannt. Ich finde, das ist ein richtig, richtig tolles Buch. Und ich muss auch sagen, dass ich die Charaktere auch ziemlich cool finde und ich die Entwicklung krass finde und eigentlich von vorne bis hinten nicht so ist, wie es scheint. Man weiß eigentlich wirklich von vorne bis hinten nicht, wer sind hier jetzt wirklich die Bösen. Also ich meine, natürlich weiß man, dass die Außerirdischen die Bösen sind, aber es gibt hier so, so viele untergründige Dinge, die passieren, die einen immer wieder glauben lassen, okay, jetzt weiß ich, wer hier der Böse ist und wer nicht. Und man hat das Gefühl, man blickt durch, dann wandelt sich das aber wieder alles. Also diese Geschichte ist so komplex. Das ist wirklich richtig krass. Also ich muss sagen, auch, dass diese Geschichte mehrere Perspektiven hat, finde ich sehr, sehr gut, weil wir haben ja tatsächlich einen Riesenfokus, der auf Cassie liegt und einen Riesenfokus, der auf Zombie liegt. Also das sind so die beiden Figuren, die am meisten Erzählzeit in Anführungszeichen haben. Also das sind jetzt mal die Protagonisten, die am meisten Seitenplatz gekriegt haben. Und das finde ich auch ziemlich cool. Ich muss nämlich sagen, dass ich dadurch wirklich diese Welt und den Aufbau nochmal besser kennengelernt habe, dadurch, dass ich wirklich mehrere Perspektiven habe. Ich glaube, es wäre sehr einseitig gewesen, wenn man nur die Perspektive von Cassie gehabt hätte. Und ich finde tatsächlich auch Zombie einen sehr, sehr coolen Charakter und ich mag ihn tatsächlich auch sehr gern. In dem Buch ist es ja so, dass der Fokus der ersten Hälfte quasi wirklich auf Cassie liegt und darauf, dass wir erfahren, wie diese vier ersten Wellen quasi die Welt niedergestreckt haben, quasi den Angriff der Alien vorbereitet haben, die lustigerweise aber nicht wirklich mit den Menschen kommunizieren. Also die sagen denen nicht, was wollen wir, wieso machen wir das Ganze, sondern die handeln einfach. Aus dem Nichts heraus trifft die Menschheit Welle um Welle und Mensch um Mensch wird hier eliminiert. Man geht wohl davon aus, dass die Aliens quasi die Erde für sich beanspruchen möchten und deswegen die Menschen auslöschen. Trotz allem, wie gesagt, haben die noch nie wirklich mit den Menschen kommuniziert und wirklich Punkt um Punkt gesagt, was sie gerne möchten. Sondern sie machen halt einfach, und es ist scheißegal, dass so viele Menschen dabei sterben. Und ja, am Anfang ist halt wirklich so ein kleiner Teil Einführung, sage ich jetzt mal. So die ersten 100, 150 Seiten sind halt sehr einführend und erzählen quasi, wie Welle um Welle die Erde getroffen hat. Und das ist so spannend, sehr brutal, sehr offen und ehrlich und dadurch finde ich auch sehr authentisch. Es ist nichts für zart beseitet, also man bekommt schon sehr viel krasse Details hier erzählt. Und ich muss sagen, das hat mir richtig gut gefallen. Vor allem, man liest es auch sehr, sehr schnell, einfach weil es super interessant ist, wie hier der Weltenaufbau konstruiert wurde. Und dann haben wir halt so ein bisschen die Perspektive dann auch von Zombie, die einfach so diesen Rundumblick gibt, auch quasi ins feindliche Lager oder erstmal vielleicht nicht ins feindliche Lager, man weiß es nicht so genau. Und wir bekommen dann einfach auch seine Perspektive erzählt und wie das auf einem bestimmten Militärstützpunkt jetzt aussieht und was den Menschen da verklickert wird, wie das da funktioniert. Und auf der anderen Seite haben wir eben Cassie, die eigentlich nur versucht, ihren Bruder zu finden, von dem sie eigentlich ausgeht, dass er noch lebt. Und Leute, mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. Also es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, die hart ist, die brutal ist, die ehrlich ist, die einfach sehr komplex auch ist. Wie gesagt, weiß man als Leser eigentlich nie so richtig, wer sind hier jetzt wirklich die Bösen. Man bekommt immer wieder Wendungen mit, die quasi alles wieder quasi von hinten aufrollen. Man steht wieder komplett am Anfang mit seinen Überlegungen und das finde ich schon sehr, sehr gut gemacht.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin auch gespannt, wann Zombie und Cassie sich sehen, wann die aufeinandertreffen. Ich bin gespannt, wie es mit Sammy weitergeht, ob Cassie ihn finden kann. Also es ist eine richtig coole Sache. Ich frage mich natürlich, wie diese wenigen Menschen, die jetzt noch übrig sind, diese Alien-Rasse quasi, wie sie die bekämpfen wollen, weil es scheint ja sehr aussichtslos zu sein. Es sind nicht mehr viele Menschen übrig und die Aliens haben ja die riesen Mittel da an der Hand. Ich bin sehr, sehr gespannt, aber mir gefällt es richtig, richtig gut. Ich kann den Hype darum auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Bin jetzt auf Seite 340 und habe dementsprechend noch ungefähr 140 Seiten so um den Dreh. Gehe eigentlich davon aus, dass ich es heute schaffen werde. Allerdings haben wir natürlich heute auch noch was anderes vor, denn wir fahren heute zum Juwelier und werden mal nach Trauringen gucken und so ein bisschen beraten lassen. Und das nimmt natürlich auch eine gewisse Zeit in Anspruch. Allerdings gehe ich trotz allem davon aus, dass ich das Buch heute beenden werde und dann wahrscheinlich direkt mit Teil 2 weitermache. Ich glaube ja, der zweite ist ein bisschen dünner als der erste. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt, wie jetzt das Ende dieses Buches sein wird. Ob es vielleicht einen Cliffhanger hat oder ob das Buch vielleicht damit endet, dass Cassie und Zombie sich treffen. Ich habe keine Ahnung. Lass es noch auf mich zukommen und ja, lies jetzt weiter. Hallo ihr Lieben. Ja, ich sehe gerade lustig aus. Ich muss das mal ausziehen hier. fancy, fancy mit meinem Tom Nook Tuch auf dem Kopf. Ja, ihr Süßen. Dum, dum, dum. Ich bin gerade in einer Phase, wo ich wieder mal herausfinden muss, was ich als nächstes lesen möchte. Ich habe nämlich die fünfte Welle beendet. Ich habe zwar auch jetzt ein Buch angefangen, was ich euch aber nicht erzählen möchte, weil irgendwie Leute, wenn ich euch in jedem Vlog erzähle, was ich lese, dann nehme ich euch ja komplett mein Lesewochenvideo vorweg. Und das wäre ja auch irgendwie blöd. Deswegen werde ich euch auch meine Meinung zu Die fünfte Welle zum ersten Band erstmal nicht sagen. Mehr dazu werdet ihr auf jeden Fall in meinem Lesewochenvideo erfahren. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt so, wir haben jetzt Donnerstag und ich hatte ja auf jeden Fall geplant, in meinem Urlaub so einige Bücher zu lesen. Und ich bin so unentschlossen, weil irgendwie habe ich gedacht, ich mache vielleicht mal ein Leselistenvideo. Ich finde halt, Leselisten setzen einen immer so unter Druck. Ich bin immer so, genau die Bücher, die auf der Leseliste stehen, möchte ich dann irgendwie nicht lesen. Obwohl das ganz komisch ist, weil ich ja alles so im Kopf habe, welche Bücher ich schon jetzt bald auch lesen will. Aber irgendwie bin ich da so, ich kann mich da nicht zu zwingen. Aber ich habe einen ganzen Stapel Bücher hinter mir also nicht hinter mir, vor mir eigentlich, aufgestapelt. Und ich habe gedacht, vielleicht mache ich jetzt mal doch so ein kleines Video hier raus, wo ich euch einfach mal Bücher zeige, die ich eigentlich geplant hatte, bald zu lesen. Eigentlich auch am liebsten jetzt in meinem Urlaub, aber es sind sehr, sehr viele. Also das schaffe ich auf keinen Fall. Das sind fast 20 Bücher. Aber das sind auf jeden Fall jetzt so die, die in nächster Zeit gelesen werden wollen, so. Und ich habe gedacht, die zeige ich euch halt jetzt einfach mal. Es ist halt so ein bisschen lesenlistenartig, aber eigentlich keine gesetzte Leseliste quasi, sondern einfach nur Stapel an Büchern, die ich aufgestapelt habe, weil es Neuerscheinungen sind, die ich bald lesen möchte, Rezensionsexemplaren, Reihen, die ich bald weglesen möchte und Jugendbücher sowie belletristische Bücher für die Arbeit, die ich bald lesen möchte. Und ja, deswegen, die zeige ich euch jetzt mal. Seid gespannt. Ja, ich mache das Ganze auch vlogartig, weil ich das irgendwie ganz entspannt finde, die Kamera einfach so mit mir rumzutragen. Manchmal ist es auch ein bisschen anstrengend, weil ich die ja immer in der rechten Hand halte und ja, genau. Oh Leute, bevor wir dazu kommen, ihr wisst ja, denke ich mal, dass ich und mein Freund wahrscheinlich nächstes Jahr heiraten werden. Wahrscheinlich deshalb, weil man ja mit dem Virus eigentlich gar nichts genau weiß. Aber wir haben geplant, nächstes Jahr im April zu heiraten. Wir hoffen natürlich auch, dass es funktionieren wird ohne Einschränkungen, ohne dass wir mit Maske unseren Hochzeitstag verbringen müssen und ohne dass unsere Familie eingeschränkt wird. Man weiß es aber alles nicht. Aber wie gesagt, die Hoffnung ist da und wir planen natürlich jetzt auch fleißig weiter. Und ja, wir haben gestern Eheringe gekauft und Leute, ich bin so happy, ne? Ich bin so happy.
Wir wollten von Anfang an Goldringe. Also tatsächlich Mainstream-Gelb-Goldringe. Und wir hatten tatsächlich das Glück, dass wir auf der einzigen Hochzeitsmesse, auf der wir waren, eigentlich relativ viel gewonnen haben, sodass wir tatsächlich den Preis ein bisschen runterschrauben konnten. Weil mein Ring doch dann sehr teuer geworden ist tatsächlich. Und zwar haben wir einen Gutschein gewonnen von einem Juwelier, bei dem wir noch nie waren. Aber das war uns gar nicht irgendwie unsympathisch, weil die Leute dort waren super nett. Es ist ein kleiner Familienbetrieb gewesen. Und da sind wir dann halt einfach mal hingefahren. Und dann haben wir natürlich auch noch Messerabatt bekommen. Und das fand ich super. Die Leute waren super. Und ja, dann waren wir gestern dort und haben uns beraten lassen und haben einfach wunderschöne Ringe uns ausgesucht. Beziehungsweise mein Freund eigentlich einen sehr schlichten Goldring, weil mein Freund trägt eigentlich als Schmuck nur Uhren und auch ab und zu mal Lederarmbänder. Das ist alles. Sonst trägt er keinen Schmuck. Und er hat de facto auch noch nie Ringe getragen, noch nie in seinem Leben. Und deswegen wollte er eigentlich so einen sehr schlichten Goldring, der auch nicht zu breit ist. Er wollte halt einfach was, was leicht ist, was er kaum merkt, wenn er es trägt. Und das hat er dann auch gefunden. Bei mir war das ein bisschen anders, Leute. Und zwar war es bei mir so gewesen, dass ich eigentlich mir die ganze Zeit vorgestellt habe, einen relativ dünnen Ring zu bekommen, der durchgängig besetzt ist mit Steinen. Also sind das Brillanten? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall durchgängig mit Steinen, aber sehr dünn, weil ich tatsächlich nie der Mensch war, der solche ganz breiten, dicken Ringe gemocht hat. Witzigerweise habe ich vorher schon, also wir hatten Prospekte von dem Laden bekommen, von den Anbietern, die die haben. Ich glaube, das war Gerstner und Lindner. Und die hatte ich durchgeguckt und habe dann am selben Tag, also gestern, einen Ring gesehen, der ganz anders aussah als das, was ich mir vorgestellt hatte. War ein bisschen dicker, aber jetzt auch nicht super breit und hat so eine Art Sternenhimmelmuster. Also das bedeutet, mehrere Brillanten sind da unterschiedlich vorne drauf gesetzt und so ein bisschen sind dann noch so kleine Einbuchtungen rein, dass das so ein bisschen aussieht halt wie ein glänzender Nachthimmel quasi. Dieser Ring war wunderschön und wir sind dann halt hingefahren und ich habe gesagt, eigentlich möchte ich gerne sowas, also dünner Ring mit durchgängig Steinen. Aber ich habe auch diesen Ring hier gesehen. Und die Dame hat halt von Anfang an gesagt, sie glaubt nicht, dass sie den zum Probieren da hat. Und dann war es okay, ich habe dann ganz viel anprobiert und irgendwie war das so, okay, das sah irgendwie so mickrig aus. Ich war dann so, irgendwie weiß ich jetzt doch nicht, ob ich das will. Und dann hat sie gesagt, okay, wissen Sie was, ich suche jetzt mal diesen einen Ring. Ich kann ja mal gucken, ob wir den nicht doch noch irgendwo liegen haben. Und sie hat mir ein bisschen leid getan, weil sie leider einen Unfall hatte vor ein paar Tagen. Sie war nämlich mit ihrem Mann in einem Restaurant, in das sie eigentlich zwei, dreimal im Jahr wohl hingehen, aber dadurch, dass sie die Maske auf hatte, die ja hier unter den Augen endet, hat sie komplett eine Stufe übersehen dadurch und hatte einen Unfall, der tatsächlich auch Krankenhaus nach sich gezogen hat. Sie hat mir sehr, sehr leid getan, tatsächlich. Und sie musste sich dann halt immer dahin schleppen, weil natürlich auch ihr Fuß, glaube ich, geschient war. Ich weiß nicht. Also sie konnte halt ganz langsam sich nur fortbewegen. Und ja, das hat mir leid getan, aber ich war so, ja, ist blöd, aber sie war so, nein, kein Problem. Ich suche das jetzt alles. Dauert zwar ein bisschen länger, aber das hat uns ja nichts ausgemacht. Und sie hat ihn dann tatsächlich gefunden und Leute, ich war verliebt. Und zu dem Moment habe ich dann wirklich gedacht, okay, ich glaube, mit dem Ring ist es ein bisschen wie mit dem Hochzeitskleid. Wenn man den Ring sieht, der es wird zum Schluss, dann weiß man es. Man fühlt es in dem Moment. Und ich habe das immer so ein bisschen für Mumpitz gehalten, wenn Bräute gesagt haben, als ich das Kleid hatte, ich wusste, das ist es. Weil es gibt mit Sicherheit auch Bräute, bei denen das nicht so extrem ist. Dass die wissen zwar, okay, das finde ich schön und das nehme ich jetzt, aber das ist nicht so, dass die dann in Tränen ausbrechen und das dann so toll finden und wissen, oh mein Gott, das ist mein Herzenskleid. Ich glaube nicht, dass das bei jeder Braut der Fall ist, weil natürlich auch Bräute unterschiedliche Prioritäten setzen. Es gibt wahrscheinlich auch Bräute, denen ist das Kleid gar nicht mal so wichtig, dass sie da komplett ausrasten, wenn sie das Richtige gefunden haben. Aber auf jeden Fall habe ich dann schon gemerkt, ich glaube, ich bin tatsächlich eine von denen, die wirklich merkt, okay, das ist es jetzt. Und bei mir war das halt bei dem Ring der Fall. Als ich diesen Ring anhatte, Leute, ich wusste es einfach. Und es lag noch nicht mal daran, dass ich irgendwie vorher das im Prospekt gesehen hatte, weil ich hatte ja eigentlich vorher trotzdem noch so das Gefühl, eigentlich wollte ich was anderes. Und als sie dann auch gedacht hat, dass sie das Modell nicht da hat zum Anprobieren, habe ich so gesagt, hier kein Ding, eigentlich hatte ich mir eh was anderes vorgestellt. Aber es ist nicht das Richtige dabei gewesen. Sie hat mir dann die verschiedenen Ringe gezeigt und ich war so, irgendwie ist das nicht das, was ich will. Irgendwie ist das total mickrig. Und ganz ehrlich, hätte sie den Ring nicht da gehabt,
hätte ich wahrscheinlich einfach was anderes genommen. Ich weiß aber nicht, ob ich damit so happy gewesen wäre, wie ich dann im Endeffekt mit dem gewesen bin, der quasi dann im Endeffekt wirklich mein Herzensring war. Ich war so happy, Leute. Ich war so glücklich. Ich habe das gemerkt. Ich habe den die ganze Zeit in die Hand genommen. Ich habe ihn die ganze Zeit wieder anprobiert. Natürlich hatten die den nicht in meiner Größe da. Das Anprobiermodell war halt ein paar Nummern zu groß. Und als wir dann wirklich uns entschieden hatten, was ich übrigens sehr spannend finde, ist, dass der Mann tatsächlich nicht das exakte Gegenstück zu dem Frauenring nehmen muss oder dass die Frau nicht das exakte Gegenstück zum Herrenring nehmen muss. Mein Freund hat sich nämlich einen Goldring aus einer ganz anderen Kollektion ausgesucht, weil mein Ring halt relativ dick ist. Und dadurch, dass er ja keine Ringe trägt, eigentlich wollte er halt etwas Flacheres haben, was er quasi am Finger gar nicht merkt. Und deswegen hat er einen Goldring, der natürlich von der Farbe her komplett zu meinem passt, der aber einfach ein bisschen flacher ist, der nicht so breit ist wie meiner. Und ich wusste nicht, dass man das machen kann, aber das war sehr, sehr gut tatsächlich, dass das ging. Und ja, so haben wir uns die Ringe ausgesucht. Und ich war danach so happy und ich finde das so toll, weil ich da einfach gemerkt habe, okay, es ist bei mir tatsächlich so. Ich habe gemerkt, das ist der eine Ring, das ist genau das, was ich will. Und ich glaube, im Endeffekt hätte mich auch niemand davon abbringen können, den zu nehmen, egal wie teuer der geworden wäre oder egal wie teuer er im Endeffekt ist. Ja, Leute, auf jeden Fall haben wir einen Ring gefunden und dann wurden natürlich erstmal unsere Fingergrößen quasi gemessen und ich fand das so krass, weil allein vom Aus- und Anziehen konnte der Herr von diesem Familienbetrieb sagen, welche Größe passt oder ob man nochmal eine Größe größer oder kleiner ausprobieren soll. Und die hat natürlich dann auch da verschiedene Größenprobiermodelle, die dann auch entweder ein bisschen dicker oder ein bisschen dünner waren, je nachdem, welchen Ring man sich ausgesucht hat, haben daran dann halt einfach festgestellt, welche Größe man hat. Ich habe 51, mein Freund hat 65. Und dann haben wir natürlich nach der Schriftart geguckt für die Gravierung und was überhaupt drinstehen soll und so weiter. Und im Endeffekt hat mein Freund die Schriftart ausgewählt. Und er wollte dann auch gerne noch ein Herzchen dazu haben. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und die Dame hat halt gesagt, dass sie uns in den nächsten 2 Wochen halt anrufen werden. Dann könnten wir die Ringe dann nochmal anziehen. Gerade bei meinem Freund, dadurch, dass da keine Steine drauf sind, könnte man den halt wohl auch immer nochmal eine halbe Größe größer dehnen. Bei meinem Ring geht das nicht, weil dadurch die Steine rausfallen würden. Aber gerade bei seinem könnte man auf jeden Fall noch was ändern, wenn der dann zu groß oder zu klein ist. Und ja, innerhalb der nächsten 2 Wochen werden wir angerufen und können dann unsere Ringe abholen. Wir haben auch natürlich eine Anzahlung geleistet, weil natürlich auch die Juweliere immer das Problem haben, dass vielleicht Leute ihre Ringe nicht abholen und dann bleiben die auf den Kosten sitzen. Deswegen nehmen die natürlich eine Anzahlung, konnte ich ganz verstehen. Das war ja bei dem Kuchen damals auch nichts anderes. Da mussten wir auch die Hälfte quasi vorher schon bezahlen. Und ich finde das auch absolut sinnig, weil ich mir so denke, was sind das für Leute, die dann ihre Sachen nicht abholen oder nicht bezahlen? Das ist ja total dämlich, weil ich meine, die Ringe, ob die Hochzeit nächstes Jahr stattfinden kann oder nicht, die Ringe braucht man ja sowieso. Es ist egal, wann man heiratet, die Ringe braucht man. Und dementsprechend, ja, was man hat, hat man. Und ich bin ganz froh, dass wir das jetzt gemacht haben, wo wir auch Urlaub hatten, weil wir hatten Zeit. Wir haben tatsächlich 1,5 Stunden Gespräch gehabt und die Dame hat gesagt, dass sie das mit uns total entspannt fand, weil sie hat gesagt, es gibt Leute, die sich wirklich alles zeigen lassen, überhaupt keine Vorstellung haben und das, wo es Ewigkeiten dauert. Und ich hatte ja eine Vorstellung, ich habe zwar im Endeffekt was komplett anderes genommen, aber trotzdem, sie hat gesagt, dass es super unkompliziert mit uns war und ich habe schon so gedacht, so, oh mein Gott, 1,5 Stunden ist ja mega lang. Und sie hat gesagt, nein, es gibt echt Leute, die viel länger da sind. Sitzen. Und es hat Spaß gemacht, Leute, es hat richtig Spaß gemacht, weil mir ist so das Herz aufgegangen von diesem Ring. Und die Dame hat auch zum Schluss gesagt, also sie hat uns von, also mir, mein Freund wusste ja schon, was er will, aber mir hat sie 3 verschiedene Ringe, die in die Endauswahl gekommen sind, hat sie mir die Preise aufgeschrieben. Natürlich hat mir der teuerste gefallen, das ist ja immer so. Aber es ist ja gar nicht so, als guckt man sich die teuersten Modelle an. Gerade bei Ringmodellen steht ja der Preis nicht dabei. Die Dame musste sogar das alles im Laptop eingeben, um dann die Preise herauszufinden. Und dementsprechend ist es nicht so, als hätte ich jetzt nach den teuersten Modellen gegriffen oder so. Zum Schluss war dann natürlich der teuerste der, den ich haben wollte. Ich weiß nicht, woran das bei mir immer liegt, dass es die teuersten Sachen sein müssen. Ich weiß es nicht. Aber ja, sie hatte 3 Ringe in der Auswahl und zum Schluss
Sie hat mich angesehen, ich habe den Ring die ganze Zeit in der Hand. Ich habe ihr quasi dieses Ansichtsmodell, was ja kein richtiger Goldring ist. Das sind Ringe, die man nach 2 Wochen in den Müll kloppen kann. Das sind halt Anprobiermodelle, die keinen echten Wert haben. Auf jeden Fall hat sie dann zu mir gesagt, ich sehe schon, sie geben mir das nicht mehr zurück. Sie wollen ziehen ihn die ganze Zeit an. Das wird der, oder? Ich so, ja, ich kann nicht anders. Und sie hat uns dann halt von zwei Goldwertanteilen erzählt, 375er Goldanteil oder 500 noch was Goldanteil. Das sind so die, die wir bei denen kriegen konnten. Wir haben natürlich das höhere genommen, weil wir einfach eine schöne Qualität wollten. Ich meine, das ist ein Ring, den man sein Leben lang trägt. Und die Dame hat halt auch zu uns gesagt, sie hat gesagt, ohne dass ich Ihnen jetzt das teuerste verkaufen will. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie kaufen Ihr Hochzeitskleid. Sie tragen das einen Tag. Und Sie geben sehr viel Geld dafür aus. Sie kaufen sich einen Ring. Den tragen Sie täglich, wenn möglich, 40, 50, 60 Jahre. Und jetzt rechnen Sie mal da den Preis monatlich ab. Das ist gar nichts. Und da hat diese Dame vollkommen recht. Denn Schmuck ist ja erstens zeitlos, vergeht nicht, und man zieht es immer an. Gerade den Ehering trägt man jeden Tag. Also ich als Frau auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei meinem Freund werden wird, weil er einfach noch nie Ringe getragen hat. Er kann im Büro Ringe tragen, aber ich weiß nicht, ob er ihn jeden Tag tragen wird. Man weiß es nicht. Aber ich finde, dass das eigentlich ein sehr, sehr gutes Argument war. Ich meine, ich hätte den Ring trotz allem genommen. Sie hätte da keine Überzeugungsarbeit leisten müssen, aber ich fand ihr Argument eigentlich sehr sinnig. Weil es ist so, man gibt für das Hochzeitskleid so viel Geld aus, man trägt es einen Tag. Und warum sollte ich dann bei dem Ring sparen, den ich jeden Tag tragen werde? Dann muss es auch der Herzensring sein, den ich mir wünsche. Und ich bin ja noch nicht mal so jemand, der richtig aufwendig was haben will. Es gibt Leute, die haben Ringe mit zwei Farben, es gibt Leute, die haben Ringe mit drei Farben, es gibt Leute, die haben mattierte Ringe mit aufwendigen Mustern drauf. Das wollten wir alles gar nicht. Vor allem, weil ich so jemand bin, gerade bei Ringen denke ich mir so, da ist das Geld halt echt so ein bisschen für nichts rausgeschmissen. Weil die Farben eines Ringes gehen irgendwann komplett ineinander über. Irgendwann erkennt man nicht mehr, dass ein Ring drei Farben hatte. Die werden sich immer ähnlicher. Das heißt, ein Drei-Farben-Ring oder generell ein Zwei-Farben-Ring kam für mich nicht in Frage. Bei einem Ehering, der mattiert ist oder der Riffel hat oder sonstiges, irgendwann wird er glänzend. Die Mattierung bleibt nicht. Ein matter Ring wird glänzend. Einfach durch den Gebrauch, durch das Tragen des Ringes. Ich finde das so krass. Meine Mom hatte ihr Leben lang einen goldenen, glänzenden Ehering. Ohne Muster, einfach einen goldenen, glänzenden Ehering. Ich bin ja damit aufgewachsen, ne? Und irgendwann zeigte sie mir mal den Ehering meines Vaters. Weil mein Vater ist Handwerker, der hat den Ring an der Hochzeit getragen und dann nie wieder. Und der sah ganz anders aus. Und ich habe so gedacht, hä, Mama? Was ist denn hier los? Wieso habt ihr denn komplett unterschiedliche Eheringe? Der Ring meines Vaters war matt, hatte ein verschnörkeltes Muster vorne drauf. Da sagte meine Mama, na ja, ich habe den Ring jeden Tag angehabt. Das ist jetzt ein glänzender Goldring ohne Muster geworden. Durch den Gebrauch, durch das tägliche Tragen des Rings. Und eigentlich war das mal ein mattierter Ring mit Schnörkelmuster vorne drauf. Davon sieht man nichts mehr. Gar nichts. Und das fand ich super spannend. Und damals ist mir schon klar geworden, ich werde niemals einen matten Ehering nehmen, weil das wird sowieso irgendwann glänzend. Warum sollte ich das bezahlen? Und ich werde auch niemals einen Ring mit mehreren Farben nehmen, weil auch da die Farben werden sich immer, immer ähnlicher. Und irgendwann sieht man die Farben nicht mehr, die unterschiedlichen Farben, für die man Geld bezahlt hat. Und das waren so Sachen, wo ich mir sicher war, ich nehme einen Ring in einer Farbe und ich nehme auch sofort einen glänzenden Ring. Weil sich das eh mit der Zeit ändern wird. Und ja, ich möchte halt auch keinen Ehering, der irgendwann nicht mehr so aussieht wie der Ring, den ich mir gekauft habe. Wisst ihr, was ich meine? Man hat ja diesen Wunschring und man kauft ihn sich so, wie er dann aussieht, weil man ihn so schön findet. Und warum sollte ich das Geld dann ausgeben, wenn der Ring irgendwann nicht mehr so aussieht, wie ich ihn mir gekauft habe, wie ich ihn haben wollte? Also, das sind alles so Sachen, weshalb ich von Anfang an wusste, der Ring wird Gold, einheitlich, keine andere Farbe und der Ring wird glänzend. Und alles andere hat sich dann gefügt, sag ich jetzt mal. Ja, sehr, sehr spannende Sache. Jetzt habe ich aber schon viel zu lange darüber gesprochen. Jetzt kommen wir tatsächlich erstmal zu den Büchern, die ich eigentlich vorhabe, in nächster Zeit zu lesen.
So, ihr Lieben, und zwar kommen wir erstmal zu den Büchern, die ich eigentlich quasi in nächster Zeit lesen muss, weil es Rezensionsexemplare sind, die natürlich auch auf meinem Stapel der Bücher liegen, die ich bald lesen möchte. Und zwar ist das einmal Love on Lexington Avenue, und da freue ich mich schon sehr drauf, weil das ist halt ja die Fortsetzung von Passion on Park Avenue. Das ist der zweite Band. Und ich fand den ersten sehr, sehr gut. Ich fand die Entwicklung der Protagonistin toll, und ich hatte tatsächlich mit einer einfachen Liebesgeschichte gerechnet, und im Endeffekt hatte das Ganze sehr viel mehr Tiefgang als erwartet, und deswegen habe ich mich so auf Teil 2 gefreut. Und es wird ja auch noch einen dritten Teil geben. In jedem Teil wird eine der drei Damen behandelt, die ja die Hauptrollen hier spielen, und ich finde das ziemlich cool. Also, es hat auch so ein bisschen was Sex and the City-mäßiges, einfach weil es hier auch um High-Fashion-Frauen geht, also Damen mit Geschmack, Damen, die wirklich hochwertige Klamottenmarken tragen, und das Ganze einfach so ein bisschen in eine Richtung geht, die ich gar nicht mal so kannte, so ein bisschen Gossip Girl-mäßig, aber mit ein bisschen, ja, Frauen, die irgendwie trotzdem auf dem Boden geblieben sind, sag ich jetzt mal, aber halt einfach so ihren Standard haben. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool, da mal mich in eine neue Welt reinzulesen. Genauso wie das Gegenteil von Hasen von Anne Freitag. Das ist ein Rezensionsexemplar. Und da freue ich mich natürlich auch sehr drauf. Ich meine, es ist Anne Freitag. Und ich habe so Bock auf die Geschichte, Leute. Ich habe richtig, richtig Bock auf die Geschichte. Es geht hier um Coming of Age, es geht hier um Mobbing, es geht hier um Social Media, es geht hier um ein Mädchen, das absolut beliebt war, und plötzlich werden Geheimnisse von ihr aufgedeckt, und plötzlich ist sie eben nicht mehr das Mädchen, das jeder mag. Es ist eine ganz, ganz spannende Sache, wirklich. Und ich glaube, das kann nur gut werden, weil bei Anne Freitag hatte ich bisher noch nie Probleme. Es gibt zwar ein Buch von Anne Freitag, das ich jetzt mal nicht so stark fand wie ihre anderen Bücher, aber ansonsten habe ich alles gefeiert wie nur was, und sie nimmt sich halt auch immer Themen, die einen mitnehmen, die berühren, die emotional halt auch einfach wirklich Tiefgang haben. Und was ich auch an ihr toll finde, ist, dass sie immer sehr kurze Kapitel hat. Ich bin jemand, der das sehr gerne hat. Ich bin nicht so der Typ, der gerne diese ellenlangen Kapitel hat, die über 50 oder 100 Seiten gehen. Damit komme ich gar nicht klar. Und Anne Freitag ist tatsächlich sehr kurz und bündig, finde ich. Und das mag ich sehr gerne tatsächlich. Ja, genau. Und jetzt kommen wir zu dem Stapel, den ich hier auf dem Boden liegen habe. Und vielleicht zeige ich euch das mal andersrum, damit ihr das besser sehen könnt. Genau. Da haben wir jetzt einmal den Stapel von New Adult und Liebesroman-Büchern quasi, die ich mir für die nächste Zeit vorgenommen habe, einfach weil das jetzt quasi so die aktuellsten sind. Wir sind das Feuer, wir sind der Sturm von Sophie Bichon, dann natürlich Wie ist for Virgin, obwohl ich euch bei Wie ist for Virgin auf jeden Fall mal die Rezension von Toni Pure in die Infobox schreiben möchte. Ich glaube tatsächlich, dass ich es nicht so toll finden werde. Nach ihrer Rezension zu urteilen, werden sehr viele heikle Themen in diesem Buch angesprochen und nicht sehr gut behandelt. Ich bin aber gespannt. Ich lasse es natürlich trotzdem, beziehungsweise ich versuche es trotzdem voreingenommen zu lesen, aber es ist schwierig. Dann auf jeden Fall Truly von Ava Reed, Die Leuchtfeuerherzen, Forever Free von Kara Atkin und von Anna Petzold, When We Dream, was ja für mich was ganz Neues ist, weil das so ein bisschen in die K-Pop-Richtung geht, und ich sowas, also ich interessiere mich tatsächlich nicht wirklich viel für K-Pop, und deswegen wird das für mich sehr neu werden. Dann Can You Help Me Find You, heißt es, glaube ich, ja. Und dann habe ich noch von Karina Bartsch Sonnengelber Frühling. Allerdings bin ich am Überlegen, Sonnengelber Frühling erst nochmal zurückzustellen und die Reihe nochmal komplett zu lesen, weil ich habe, Leute, ich habe das erste Kapitel von Sonnengelber Frühling gelesen und habe festgestellt, dass ich nichts mehr weiß. Es ging auf einmal um eine Freundin in Psychiatrie, und ich wusste nichts mehr, Leute. Ich kenne die Leute nicht mehr, ich kenne nur noch die Hauptfiguren, und dementsprechend wäre es natürlich kompletter Mumpitz zu sagen, ich lese das jetzt, ohne dass ich die Vorgeschichte noch komplett weiß. Und dann habe ich hier unten Otera. Das ist ein Leseexemplar für das nächste halbe Jahr. Dann habe ich Promised, Dark Elements 4. Dann habe ich von Ella Blix Wild, Sie, wir hören dich, heißt es, glaube ich. Natürlich habe ich Teil 2 und Teil 3 von Die fünfte Welle, die ich ja gerade beendet habe. Das unendliche Meer und Der letzte Stern, weil ich bin ja so, ich möchte Reihen gerne hintereinander weglesen. Und da gehört die jetzt natürlich auch dazu, weil ich den ersten Teil so geil fand. Dann haben wir Skyve, eine Reihe, die ich halt auch sehr, sehr gerne in meinem Urlaub anfangen wollte. Es wird aber schwierig, weil Skyve ist eine Reihe, die auch mal zu mal dicker wird, und selbst der erste hat schon 600 Seiten. Das wird sehr, sehr schwierig.
Also ich habe halt hier so ein bisschen New Adult, Young Adult, Liebesgeschichten. Da habe ich so Dystopien und Fantasy. Und hier habe ich jetzt das Neue von Thomas Thiemaier, das so ein bisschen schwierig ist, in eine Sparte zu packen. Es ist so ein bisschen Action, Jugendbuch, Coming of Age. Ich habe keine Ahnung, ob das dystopisch ist. Ich glaube allerdings nicht, dass es dystopisch ist, aber man weiß es nicht. Da kommt ja auch bald ein zweiter Teil raus. Ich weiß nicht genau wann. Aber ich freue mich da auch sehr drauf. Und dann haben wir hier quasi noch meine Leseexemplare aus dem Laden. Das ist halt jetzt alles Belletristik und ich habe zwei Krimis dabei, nämlich Aus schwarzem Wasser von Anne Freitag, was ich ja auch so ein bisschen, ja, es ist halt ein Thriller aus dem Bold Verlag. Ich habe richtig Bock drauf. Dann habe ich das Gartenzimmer, der Moment zwischen den Zeilen, zweimal im Leben, sorry. Und am Ende werden wir frei sein. Das Beste kommt noch. Dann habe ich Wilde Freude. Dann habe ich die rechtschaffenen Mörder. Oh, die rechtschaffenen Mörder gehört übrigens mir und das Beste kommt noch auch. Das sind Bücher, die habe ich wirklich gekauft. Alles andere sind Leseexemplare. Dann habe ich noch Jigsaw Man, Riviera und zwei fremde Leben. Und Leute, bei Leseexemplaren aus der Belletristikabteilung bin ich immer so hin und her gerissen. Ob ich die wirklich alle lese, weiß ich noch nicht. Fakt ist, dass ich auf jeden Fall die rechtschaffenen Mörder und das Beste kommt noch lesen werde und tatsächlich auch aus Schwarzem Wasser von Anne Freitag. Bei Jigsaw Man bin ich am Zweifeln. Ich bin halt nicht so der Krimi-Typ und ich habe gedacht, okay, bei dem probiere ich es mal, weil der vom Verlag halt sehr krass gehypt wurde. Also der Verlag bewirbt Jigsaw Man wie nur was. Und der Moment zwischen den Zeilen und zweimal im Leben sind auch so Bücher, wo ich noch nicht weiß, okay, werde ich es wirklich lesen? Und am Ende werden wir frei sein, habe ich schon mal angefangen. Fand ich richtig gut. Wilde Freude hörte sich auch sehr, sehr cool an, muss ich wirklich sagen. Riviera auch. Zwei fremde Leben hört sich richtig krass an, weil bei zwei fremde Leben, das ist hier das Unterste, geht es nämlich darum, dass Kinder aus Familien gerissen werden, direkt nach der Geburt und das ohne das Wissen der Eltern. Also sehr, sehr spannendes Thema und Frank Goldammer ist halt wirklich auch jemand, der Zeitgeschichte sehr, sehr gut in Bücher bringen kann und einfach sehr toll schreibt. Deswegen, ja, genau, also Leute, das. Man kann es nicht wirklich als Leseliste bezeichnen, weil es sind so, so viele Bücher. Ja, es sind 28 Bücher. Kann ich nicht schaffen. kann ich noch nicht mal in diesem Monat schaffen. Ich könnte es de facto auf keinen Fall in meinem Urlaub schaffen, der ja jetzt quasi nur noch eine Woche und 3 Tage lang ist. Aber ich werde versuchen, so viel zu schaffen wie möglich. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass ich die Reihe von Regency beenden kann. Ich hoffe, dass ich mit Dark Elements weiterkomme, dass ich aus Schwarzem Wasser von Anne Freitag schaffen werde und dass ich auch so ein paar New Adult Bücher schaffen werde. Also das ist auf jeden Fall so das, was ich mir vorgenommen habe. Und ja. Hi Lieben, nochmal eine kleine Zwischensequenz, bevor ich jetzt das Video schneide und hochlade. Und zwar, kennt ihr diese Schokolade? Also, ich meine, das ist jetzt ein Eis, aber kennt ihr die Ruby Red Chocolate oder Rubinschokolade in Deutsch? Das ist eine Schokolade, die neu eingeführt worden ist 2015. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es eine neue Schokoladensorte, die einen rosa Farbton hat. Ich habe davon noch nie gehört, bis ich mal wieder Kitchen Impossible geguckt habe. Ich weiß nicht, ob ihr Kitchen Impossible kennt. Das ist eine ganz, ganz tolle Kochsendung mit Tim Melzer. Es ist total spannend und echt auf einem anderen Niveau. Ich mag es echt gerne. Und da gab es eine Folge, also ich weiß nicht, ob ihr Kitchen Impossible kennt. Das ist eine Kochsendung, wo zwei Köche, meistens Tim Melzer gegen jemand anders, antritt und die schicken sich in verschiedene Länder, wo sie ein Gericht probieren dürfen und das müssen sie dann so nachkochen, ohne zu wissen, was drin ist. Und in der Jury sitzen dann meistens Leute, deren Lieblingsgericht das ist. Auf jeden Fall musste da Tim Raue, war das glaube ich, dann ein Dessert nachmachen, wo glaube ich ein Eis oder eine Creme mit dieser Ruby Red Schokolade ummantelt war. Und da hat er was von dieser Schokolade erzählt. Nicht so, oh mein Gott, es gibt wirklich eine rosane Schokoladensorte. Ich war so komplett baff, habe das aber komplett wieder aus dem Blickfeld verloren, bis ich dann irgendwann diese Magnum Sorte Ruby Red, Magnum Chocolate, was auch immer entdeckt habe. Und Leute, es schmeckt so lecker, ne? Es ist halt komplett süß. Ich habe das Gefühl, diese Ruby Red Chocolate ist noch mal süßer als jetzt mal andere Schokoladensorten. Ich bin ja so ein Kinderfan oder also Kinderschokoladefan oder
Milka, das sind so meine Sorten. Ich kenne zum Beispiel Rittersport oder so, kann ich nicht essen, schmeckt mir nicht so gut. Lindt liebe ich auch. Lindt ist auch toll. Aber das ist halt ja wirklich eine Schokoladensorte, diese Ruby Red. Und ich finde das total geil. Und dieses Eis, ne, es ist halt super süß. Man schmeckt das Rosa heraus. Auf jeden Fall, ich liebe es. Ich zeige euch das jetzt mal, wenn ich das Eis aufgemacht habe. Ist schon ein bisschen angebrochen oben. Habe auch schon was gegessen. Aber dieses Rosane hier, das ist irgendwie nicht eingefärbt. Das ist eine Rubinschokolade. Eine neue Schokoladensorte. Es ist echt geil, Leute. Und es schmeckt super gut. Also, ich muss ja sagen, ich bin sowieso ein Magnum-Eisesser, auch wenn das super teuer ist. Ich bin aber auch jemand, ich kaufe gut und gerne mal die Billigmarke davon. Also, die sehen genauso aus wie Magnum-Eis, ist aber billig. Ist, glaube ich, sogar auch Rewe-Marke oder. Ja, oder so. Weiß nicht genau. Auf jeden Fall, diese Schokolade, ne? Die schmeckt so gut. Ich liebe die, ist halt mega süß, ne? Du schmeckst wirklich das Rosa heraus. Aber Leute, ich kann es nur empfehlen. Wirklich. Ich habe diese Schokolade noch nie pur irgendwo gesehen zum Kaufen. Sonst hätte ich die, glaube ich, auch einfach mal pur probiert. Ich habe die immer nur in Kombi mit diesem Eis gesehen. Wenn ihr irgendeine, was weiß ich, wenn ihr irgendwie irgendwo schon mal diese pure Schokolade gesehen habt, dann schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wo. Ich würde es sehr, sehr gerne mal pur probieren. Ein Kombi mit dem Eis ist halt wahnsinnig süß. Aber ich würde die echt gerne mal pur probieren. Ich könnte die wirklich mögen, glaube ich. Und ja, damit war es jetzt mit diesem Zwischenclip nochmal. Ah, Leute. Ja, spannend ist auch, ich und mein Freund waren in den letzten Tagen mal in ein paar Möbelhäusern, haben mal nach Küchen geguckt, nach Wohnzimmermöbeln, nach Betten, weil wir ja hoffen, dass wir nächstes Jahr in unser eigenes Haus umziehen können. Es kommt wirklich drauf an, wie wir das dieses Jahr noch gebacken kriegen, weil wir müssen ja noch so einiges planen, tatsächlich auch wegen der Hochzeit. Da muss man eben dann einfach gucken, wie funktioniert das. Aber wir haben uns erstmal einfach inspirieren lassen und es war total schön. Vor allem, was ich super spannend fand, war, dass sich herauskristallisiert hat, dass wir uns in eine ganz andere Richtung farblich jetzt mal interessieren als die, die wir momentan haben. Wir haben nämlich sowohl im Wohnzimmer komplett als auch im Schlafzimmer schwarz-weiß. Das ist ein Farbmuster, das sich hier komplett durch die Wohnung zieht. Zwar nicht in der Küche und auch nicht in den Bädern, das liegt aber daran, dass wir in den Bädern gar keine Möbel haben, weil da in die Wände quasi Regale eingebaut worden sind und die sind braun-weiß. Es ist auch super schön so, ich mag das super gerne und in der Küche, wir haben halt eine alte Küche von meiner Schwester, die ist halt auch braun-weiß, weil wir uns nichts anderes leisten konnten. Und ansonsten zieht sich durch diese Wohnung ein Schwarz-Weiß-Muster. Und wir haben halt einfach gemerkt, dass uns vor allem auch Braun sehr gut gefallen hat, wo ich mich früher gar nicht für interessiert habe. So ein, nicht so ein richtiges helles Braun, aber auch nicht so ein krasses dunkles Braun. Das ist so ein Mittelding. Wir haben eine weiche Ledercouch im Braun gefunden, Leute. Wir haben sie so gefeiert. Vor allem auch in Kombi mit Blau. Und das ist sowas, wo ich mir wahrscheinlich früher so gedacht hätte, ist das hässlich. Aber Braun in Kombi mit Blau. Ich fand es total schön. Das ist einfach mal was anderes. Oder dass man vielleicht auch so ein bisschen in eine afrikanische Richtung geht mit dunklem braunem Holz. Also wir interessieren uns in eine komplett andere Richtung, als wir jetzt momentan unsere Wohnung gestaltet haben. Was super spannend ist. Ich meine, in mein Arbeitszimmer quasi werden ja auch meine Möbel mit einziehen. Da werden meine Regale mit einziehen. Das heißt, es wird weiterhin weiß bleiben, weil ich habe weiße Regale, ich habe einen weißen Schreibtisch. Das wird wirklich weiß-grau wahrscheinlich werden. Aber ich meine, der Sessel, der hier hinter mir ist, der ist ja auch schwarz. Also in meinem Lesezimmer, Lese-Schrägstrich, YouTube-Zimmer quasi, Büro, wird auf jeden Fall das Thema Schwarz-Weiß weiterhin bleiben. Aber wahrscheinlich wird das Konzept der Küche und des Wohnzimmers ein komplett neues werden. Und ich bin so aufgeregt, weil ich ja jetzt dieses Schwarz-Weiß-Thema schon jahrelang habe, weil das hier, was hier bei uns in den Räumen steht, sind quasi meine Jugendsachen. Und vieles davon wird in den Keller kommen, weil wir im Keller auch noch meine eigene Wohnung quasi drin haben. Und da wird es quasi dann alles reinkommen, damit wir Stauraum für unsere Spiele haben, damit wir da einfach auch eine Couch haben, falls jemand mal was anderes gucken möchte oder so. Da werden dann quasi hier die alten Möbel dann runterkommen. Und oben haben wir komplett neuen Spielraum. Und ich finde das so spannend, Leute. Ich habe schon so viele Ideen in meinem Kopf, wie ich das gerne machen würde, wie wir das machen wollen. Wir sind am Herumexperimentieren. Wir haben
Gedankenexperimente im Kopf, wie man auch die Küche machen könnte. Es ist alles so spannend, Leute. Es ist so, so spannend. Ich liebe das. Und ja, das ist schon, ja, es ist super spannend. Also das nächste Jahr wird zukunftstechnisch bei uns so, so viel machen. Und ich freue mich darauf, Leute. Also nächstes Jahr wird für mich ein ganz, ganz krasses Jahr werden. Und ich glaube, das wird gut. Ich glaube, das wird richtig gut. Also da wird quasi noch mal so ein neuer Abschnitt im Leben starten einfach. Und das ist einfach so aufregend, ne? Ja. Ja, ihr Lieben, jetzt habe ich euch wieder ein bisschen was erzählt, auch natürlich ein bisschen was zu Büchern. Ich habe nämlich mal, eine Zuschauerin hat, glaube ich, mal geschrieben, dass meine Vlogs irgendwie sehr, ja, nicht wirklich viel, dass es da nicht viel um meine Bücher geht und dass sie sich wünscht, dass es ein bisschen mehr um meine Bücher geht. Es ist halt super schwierig, weil ich finde halt, wenn ich euch jetzt zum Beispiel in meinen Vlogs immer erzähle, was ich gerade lese, dann habe ich halt einfach so das Gefühl, dass meine Lesewochen dann einfach unspannend werden, sag ich jetzt mal, oder uninteressant werden für euch. Und also diese Fliege, die hier alles rumfliegt, ne, das nervt mich irgendwie gerade schon. Anscheinend muss sie hier alles durchs Bild fliegen. Ich weiß ja auch nicht. Naja, auf jeden Fall ist das deswegen für mich schwierig, euch immer in Vlogs zu erzählen, was ich gerade lese. Ich meine, ich habe ja mal einen Lesevlog gemacht. Wenn ihr da nochmal Bock drauf habt, also quasi einen Vlog, wo ich in mehrere Bücher reinlese und dann quasi erzähle, wie mir gerade so der Anfang oder die Anfänge der Bücher gefallen, dann schreibt mir das doch mal gerne in die Kommentare, wenn ihr sowas öfter sehen wollt. Generell mache ich ja momentan relativ viele Vlogs, einfach weil ich viel zu erzählen habe und euch dann auch immer alles aus meinem Leben so erzähle und das nicht nur auf Bücher reduziere. Und das wollte ich ja generell machen. Also ich habe ja, glaube ich, letztes Jahr einen Jahresrückblick gemacht und dann halt auch erzählt, dass ich einfach meinen Kanal ein bisschen offener gestalten möchte, nicht mehr nur um Bücher. Und gerade bei Vlogs ist es halt für mich eher spannend, euch zu erzählen, was passiert gerade, wie fühle ich mich gerade, was mache ich gerade so und was plane ich gerade. Und ja, was die Bücher angeht, wie gesagt, möchte ich halt nicht so viel für die Lesewochen vorwegnehmen. Aber ja, gerade so dieses One-to-Read-Leselisten-mäßige, was ich jetzt gemacht habe, hat sich hier sehr, sehr gut angeboten. Und Lesevlogs könnte ich auf jeden Fall auch nochmal machen. So von wegen, ja, ich lese in 5, 6 Bücher rein oder ich lese mal ein paar Leseproben rein und erzähle euch einfach, wie mir das gefallen hat. Das kann ich gerne öfter machen. Also, wenn ihr sowas nochmal sehen wollt, schreibt es mir gerne, gerne, gerne in die Kommentare. Ansonsten denke ich, reicht das auch schon. Es muss ja nicht jedes Video eine Stunde lang werden. Ja, Schande auf mein Haupt, meine letzten Videos, ich weiß auch nicht. Also irgendwie 50 Minuten Videos sind bei mir einfach on top und keine Ahnung, warum das immer so lang wird. Ich bin halt ein Plappermaul, das merkt man, glaube ich. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Ideen zu Videos habt, immer her damit. Ich versuche immer gerne auch eure Ideen aufzugreifen. Ansonsten, ja, viel Spaß bei eurem Tag und bei allem, was ihr so vorhabt. Bis dann!